Auf einem Felsrücken nahe der Mosel liegt ein Wald, den selbst hierzuland kaum einer kennt. Mit Millionen Jahre altem Quarzit und uralten Eichen. Der Hartwald ist so etwas wie ein Zeitspeicher. Da scheint ein Menschenleben im Vergleich flüchtig. Vielleicht verrät dieser Wald seinen Bewohnern sogar Geheimnisse über die Zeit. Über das, was im Dunkeln liegt. Ja, zurück. Im Hartwald reift heran, was Genuss bringt. Und es überdauert, was trutzig ist. Minu, hopp! Die Menschen hier packen ihre Zukunft an. Und genießen das, was das Leben ihnen schenkt. Ein schönes Stück Heimat. Das lernt man mit der Zeit. Vielleicht. Es lebt. Fantastisch. Fahr mal hin ist heute auf Entdeckungsreise im Hartwald. Der liegt zwischen Mosel und Hunsrück, in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. In der Nähe der Ortschaft Monzelfeld, mitten im Wald versteckt, liegt die kleine Siedlung Annenberg. Ganze 8 Häuser zählt die Nachbarschaft. Hier wohnt einer, der die Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Für Rolf Hölter war es ein langer Weg raus aus dem Dunkel des Bergwerks. Auch wenn es lang her ist. Man fing um 6 Uhr an bei Frühschicht. Um 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr. Um kurz vor 6 ging es mit dem Korb, das ist ein Fahrstuhl, der 1000 Meter tief geht, in die Grube rein, ein Fahrstuhl. Die Kohlenflöze waren meistens immer 1, 2, 3 Kilometer weg vom Schacht, von dem tiefen Schacht. Da wurde man mit der Lok hingefahren, mit einer kleinen Lok. Und dann ging es rund 7 Stunden bei über 30 Grad. 8 Stunden bei unter 30 Grad. Nur Schwerstarbeit, aber gutes Geld war es gewesen. Schon als kleines Kind in Recklinghausen liebte Rolf Hölter das Malen. Aber mit 16 wurde er Kumpel und arbeitete jahrelang unter Tage. Erst mit 30 Jahren wagte er den Schritt in die freie Kunst. Das Schöne ist bei mir, dass ich das gemacht habe, was der Mensch liebt, die meisten Menschen lieben, und ich aber auch. Und alles andere wäre dann nur, ich will nur ein großer Künstler sein, aus dem Herzen heraus, ich mache nur das, was ich will, aber nicht, was die Frau Müller oder Herr Meier will. Dann gehe ich wahrscheinlich als Hungerkünstler in die Welt rein. Aus der Dunkelheit seines Bergwerks in den Hartwald ans Licht. In seiner gemalten Autobiografie hat er seine Vergangenheit auf Leinwand verarbeitet. Am liebsten malt er seine neue Heimat an der Mosel. Seine Bilder finden sich in vielen Wohnstuben der Region. Zusammen mit seiner Frau Ursula hat er hunderte von Auftragsarbeiten gemalt. Die beiden haben sogar eine Rahmenwerkstatt im Haus. Und eine Malschule für naturalistische Malerei. Jeden Tag ist Unterricht. Mach das da oben dran. Passt auch. Weißt du, wie ich das mache mit der Borste? Ich lege sie drauf und ziehe dann runter. Genauso. So lang, wie du haben willst. Ich bin 100% Autodidakt, das hat mir keiner was gezeigt. Und somit erlerne ich jeden Tag wieder, das geht ja noch besser. Und das gebe ich sofort weiter und dann sind sie so froh. Eine Person, die ein Klavier spielt und spielt Lieder ab von einem Komponisten oder von einem, der das geschrieben hat, das ist eine wunderschöne Sache. Das ist schwer zu erlernen.
In der Malerei ist es so für mich, das müssen Sie genauso machen, erlernen. Aber wenn Sie dann so weit sind und können selbstständig spielen und schreiben eigene Lieder oder ein eigenes Gedicht, und das ist das Schöne für die Leute, dass sie dann sagen, das ist mein eigenes Werk. Stückchen nachgemacht, was der liebe Gott auf die Erde gestellt hat. Für die Augen. Zu viel? Ich quatsch mal ein bisschen viel. Und dann habe ich mich umgedreht, hat sie ganz leise zu der Ingrid gesagt, aber Schuster hat einen riesigen. Nicht nur die Malerei, auch das Quatschen tut gut. Genau das macht die Malschule der Hölters so sympathisch. Ich habe auch schon eine Frau gehabt, die kommt morgens rein, nimmt mich im Arm und weint. Nicht nur vor Freude, weil sie Sorgen hat und sagt, Rolf, heute werde ich glücklich bei deiner Malerei wieder. Ich habe so viel Stress zu Hause und so weiter. Das ist auch, und das ist für mich das Schöne. Der Erfolg. Rolf Hölter ist und bleibt ein guter Kumpel. Seine Türen und Ohren stehen auch Wanderern offen. Immer sonntags bei Kaffee und Kuchen. Im kleinen Annenberg mitten im Hartwald. Jeder sollte dankbar sein, hier auf Erden geboren zu werden und so zu leben. Ne? Nur ein Paradies. Das Paradies im Hartwald. Es liegt 550 Meter über dem Moseltal. Ganz am Rande das Hofgut Kaasholz. Hier findet Rolf Hölter ein neues Motiv. Holunderbäume in voller Blüte.